Du siehst ihm ähnlich. Dein Vater. Glaubst du, er hat ein Geheimnis? Mikkel? Nee, Papa. Weißt du, was ich komisch finde? Glaubst du, da war was, was er niemand von uns erzählen wollte? Eigentlich kennt man seine Eltern überhaupt gar nicht. Eigentlich weiß ich gar nicht, wer er wirklich war. Hi, Jonas. Gut, wie die als Kinder waren oder als Jugendliche. Aber vielleicht wissen wir das auch nie. Wer niemand wirklich ist. Früher. Vorher krank wurde. Ich sehe ihn immer noch. Jonas? Ist das hier echt? Oder bin ich verrückt, genauso wie mein Vater? Wenn du einen träumst, was passiert? Du bist genauso wenig verrückt wie sein Vater. Guten Morgen. Wenn du es gewusst hast. Guten Morgen, ich schlafe jetzt. Warum hast du es dann nicht verhindert? Ist alles gut? Ich wusste nicht, dass er sich das Leben nimmt. Aber du hättest Mikkel retten können. Mikkel! Das ist doch Schwachsinn. Mikkel! Auch wenn du es jetzt nicht glauben willst, das da ist dein Vater. Was machst du hier? Ich nehme Mikkel zurück. Ich hole jemanden zurück. Mikkel ist wieder zurück und bringe alles wieder in Ordnung. Wie haben Papa und du sich eigentlich kennengelernt? Ja, im Krankenhaus. Mein Vater hat ein gebrochenes Bein. Wenn du Mikkel jetzt zurückbringst, dann greifst du in den Lauf der Dinge ein. Sie verlieben sich nicht, sie heiraten nicht. Und du wirst nicht geboren. Ja, vielleicht will ich auch noch was anderes. Die Frage ist nur, wann ist der Anfang? Was glaubst du, was das sein kann? Der 20. Juni 2019. Der Tag, bevor alles passiert ist. Ich habe mich heute gesehen. Ich weiß es. Mikkel. Was weißt du? Ich weiß alles. Ich weiß, dass dein richtiger Name Mikkel Nils ist. Und warum bist du jetzt hier? Weil ich dich um etwas bitten muss. Warum er gegangen ist? Warum so? Ist nichts zu tun. Was nicht zu tun? Bevor Papa sich das Leben genommen hat. Es ist so wie zu Katharinas Hochzeitstag. Bevor alles auseinandergefallen ist. Du bist nicht mitgegangen, so wie immer. Du bist hier geblieben. Ich hätte merken müssen, dass was ist. Warum er sich scheiße nochmal erhängt hat! Dann wird alles, was folgt, nicht passieren. In der Nacht, als du verschwunden bist. Mikkel. Wie hast du da die Passage gefunden? Wird nicht zurückreisen. Jemand hat sie mir gezeigt. Schnell, wer? Jahre versucht zu verstehen, warum du das gemacht hast. Bist du gar nicht hier, mein Vater? Sondern mir überhaupt jetzt zu zeigen, was ich tun muss. Er hat mir damals das Leben gerettet. Wenn du dich nicht umbringst, wird nichts von alledem passieren. Wenn alles nicht passiert, dann wirst du nicht geboren. Das habe ich erst sehr viel später verstanden.